So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Wir haben zuletzt einen megamäßigen Stau verursacht, der sich hier vom Wohngebiet hochzieht bis ins Industriegebiet. Hier oben staut sich immer noch bis hier rein. Wir wollten da ein bisschen Abhilfe schaffen mit dem Güterbahnhof, den aber bisher kein Mensch benutzt hat. Gucken wir mal, ob sich das vielleicht in dieser Folge ändert. Wenn es das nicht tut, müssen wir anderweitig noch das Ganze verbessern. Und das werden wir jetzt tun, indem wir hier zum Beispiel ein paar Fahrtrichtungspfeile bzw. Spurpfeile anbringen. Damit wir hier schon mal auf der Autobahn den Verkehr so ein bisschen sortiert haben. Können die sich hier quasi schön auf der rechten Spur schon mal einordnen. Man könnte sogar vielleicht drüber nachdenken. Wobei, mal hier oben. Naja, wir lassen das mal so. Wir probieren das mal erstmal so. Kurz überlegt, ob wir vielleicht eine zweispurige Autobahn dafür nehmen. Aber wir lassen es erstmal kurz so. Das heißt kurz, wir probieren es erstmal so aus. Das wollte ich eigentlich sagen. Und geben hier erstmal die Richtungspfeile vor. Beziehungsweise die Fahrspuren, die hier genutzt werden dürfen, können und sollen. So, dann noch ein bisschen Platz. Bewirkt nämlich, dass der ganze Verkehr, der zu uns in die Stadt will, sich etwas früher rechts einsortiert. Und der ganze Verkehr, der nicht in die Stadt will, gezwungen ist, auf die linken Spuren zu gehen. Und dann ganz geschmeidig dran vorbeifahren kann. So die Theorie. Ob das funktioniert, sehen wir gleich. So, einen machen wir noch. Und dann gucken wir jetzt einfach mal. Klar, so ein paar Fahrzeuge, die spawnen jetzt, weil sie woanders hin wollen. Das ist immer der Fall. Und jetzt schauen wir mal. Das ist natürlich hier jetzt so ein bisschen Chaos erstmal. Aber sie sortieren sich hier so ein bisschen ein. Und dann haben wir relativ schnell auf der rechten Spur auch Stau. Okay. Also selbst wenn das mit dem Einsortieren funktioniert, staut es sich halt hier hinten dann zurück. Liegt natürlich daran, dass hier alle irgendwie hier runter wollen. Was machen wir denn da? Und wo wollen die vor allem alle hin? Bringt uns da eine weitere Auffahrt was? Viele fahren dann hier hoch, weil sie hier hin wollen oder hier hin wollen. Nur ganz wenige, die hier lang fahren. Bin mir nicht sicher, ob wir da viel bei gewinnen, wenn wir jetzt hier vielleicht eine Abfahrt nur für bestimmte Fahrzeuge freigeben oder sowas. Ich würde zum Beispiel sagen, dass wir hier keinen Güterverkehr haben wollen. Dann müssten wir halt eine andere Abfahrt für den Güterverkehr schaffen. Weil ja das hier unser Gewerbegebiet werden soll, vielleicht macht es Sinn, hier eine separate Abfahrt dran zu bauen. Für Gewerbe. Wenn wir den Teil hier wegnehmen, könnten wir vielleicht den ganzen Güterverkehr hier schon abfrühstücken. So, rein theoretisch. Wir machen das mal kurz. Wir testen das mal aus. Zum einen, wobei, haben wir hier Spurmodifikatoren drauf? Nee, haben wir nicht. Also hier ist noch freie Fahrspurwahl. Zum einen bauen wir hier jetzt einmal die Abfahrt rein. Und im Umkehrschluss natürlich auf der anderen Seite dann die Auffahrt. So. Wir müssen dann natürlich hier das ganze Gewerbe wegnehmen, keine Frage. Das geht damit einher. Wir müssen es dann hier wieder aufbauen. So, mal den kleineren Pinsel hier nehmen. Wir wollen hier ganz viel Gewerbe haben. So, hier möchte ich Gewerbe haben. Hier drin natürlich überall. Hier oben kommt Gewerbegebiet rein. So, auch hier könnte man noch so ein bisschen dran langbauen an der Autobahn. Geht es hier vorne gleich weiter mit Gewerbegebiet. Auch hier so die Ecken nehmen wir mit. Hier,
Das nehmen wir alles mit hier, auch auf der Seite. Das wird alles Gewerbegebiet. So. Und auch hier vorne wollen wir natürlich unser Gewerbegebiet reinbauen. So, 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 so. Schließen den S-Bahnhof, Quatsch, S-Bahnhof, den das S-Bahn-Depot so ein bisschen mit ein. Das ist aber gar nicht schlimm. Das ist schon wieder verbunden hier, der Drecksack. Das gibt's ja wohl nicht. So, ich sehe schon, wir haben, was die Wasserrohre angeht, schon vorgearbeitet. Sehr schön. Brauchen wir das nur noch einmal zu finishen und das Ganze läuft schon. Perfekt. So, und dann gehen wir hin. Wir bauen die Industrie hier wieder auf. Ich sehe, hier oben haben wir noch so eine kleine Ecke dran. Die werden wir einmal fixen. Bauen wir einmal hier so ein kleines Stückchen dran. So, und dann knallen wir jetzt hier unser Gewerbe wieder rein. So, haben wir hier recht viel weggenommen. Muss man, denke ich, auch hier gut was wieder dran bauen. So, erstmal, wir machen hier vorne dann gleich weiter. Erstmal müssen die Strom haben, das ist die Hauptsache. So, die reißen sich schon ab hier. Sehr gut. Können das Gebiet auch bald wegnehmen, wieder, was wir da hatten. Und während die hier umbauen, schauen wir einmal, wie es hier aussieht. Die Müllabfuhr entleert sich. Langsam aber sicher. Der Friedhof ist leer, das heißt, der kann weg. Perfekt. Und auch er entleert sich hier. Das ist soweit alles so gut. So, jetzt haben wir hier erstmal massive Stromprobleme. Haben wir natürlich jetzt abgekappt hier gerade. Das war nicht ganz so schlau. Das werden wir aber gerade mal schnell beheben. Sollten wir erstmal wieder Strom haben, genau. Und wenn wir dann hier Wohngebiet zwischenbauen, läuft das auch wieder besser. So. Doch kein Strom? Achso, aber jetzt hier auch kein Strom. Haben wir jetzt zu wenig Strom? Wieso verbrauchen wir jetzt mehr Strom als vorher? Achso. Nee, die sind hier verbunden. Ich dachte jetzt, wir hätten es hier gerade abgekapselt durch das Wegreißen des Friedhofs, aber wir sind ja hier oben noch mit dran gehängt. Verstehe ich nicht ganz, warum wir plötzlich zu wenig Strom produzieren. Dann werden wir uns einfach jetzt hier oben mit dran hängen. Wobei, nein, komm, das machen wir schön. Das machen wir gleich von vornherein schön. Nicht wieder so Kuddelmuddel. So. Hier die Strommasten neben der Autobahn langsetzen. Greifen unseren Strom dann. Ja, können wir hier zwischenbauen? Das wäre eigentlich cool, wenn wir hier so zwischenkämen. Auf die Ecke oder so. Aber das scheint nicht zu gehen. Auch hier nicht. Okay, eine Ecke reicht nicht. Wo nehmen wir denn den Strom weg? Wir müssen uns da irgendwo mit reinhängen. Irgendwo müssen wir mit rein. So, hier kommt auch nicht drüber. Da müssten wir vielleicht hier vorne oder so. Nee, geht auch nicht. Müssten wir irgendwie so ein Konstrukt hier wahrscheinlich bauen. Aber ich weiß halt gar nicht, ob wir hier überhaupt Strom kriegen würden. Wir testen das mal. Aber ich glaube nicht, dass er sich an Stromnetz verbindet hier, oder? Doch, tut er. Cool. Geile Sache. Geile Sache. Das heißt, wir können natürlich von hier drüber bauen, hier lang runter, nehmen die beiden Masten wieder weg und dann einfach an der Straße dran. Ja, er wird sich verbinden, perfekt. So, und dann bauen wir einfach hier runter, hier einmal über die Straße und bauen dann hier neben, ja, weiter. Hier noch mal drüber und dann schließen wir uns erstmal hier vorne mit an. Dann haben wir erstmal Strom. Das ist die Hauptsache. Und dann gucken wir jetzt mal, wie es hier gleich aussieht. Erstmal relativ chaotisch natürlich. Viele fahren jetzt plötzlich hier links rüber und dann wieder rechts rüber zu fahren. Verstehe ich nicht so ganz. Ich
gebe nochmal explizit die Fahrlinien hier an, damit dieses dämliche Spurwechsel aufhört. Denn es ist ja keine Pflicht, hier abzubiegen. Man kann, man muss nicht. Und deswegen fahrt hier ruhig, wie ihr wollt. So, wir können auch hier vorne nochmal ein bisschen gegensteuern, indem wir hier schon mal so ein bisschen den Verkehr vorsortieren. Hier die volle Spurzahl, die wir haben, ausnutzen. Macht halt am meisten Sinn. So, bis hier oben machen wir das. Und dann sagen wir mal, let's go. Dann kann der Verkehr wieder ordentlich reinfließen hier. Bisher nutzt die Abfahrt noch keiner. Doch, da jemand. Liegt natürlich auch daran, dass die Fahrzeuge alle erstmal ihren vorberechneten Pfad haben, den sie fahren. Und hier haben wir jetzt Chaos mit diesem komischen Spurgewechsel. Das ist natürlich jetzt eklig, dass die hier von ganz links nach ganz rechts rüber wollen. Da müssen wir gegensteuern. Und zwar sagen wir, dass hier nur... Wobei eigentlich müssten die... Ich weiß nicht, wie wir das jetzt am besten machen. Das ist halt... Verkehr ist halt so eine Wissenschaft für sich hier in City Skylines. Ne? Das ist halt echt... fiese Sache, wobei der Stau generell schon besser zu werden scheint. Aber dieses Gewechsel hier über drei Spuren geht halt einfach nicht. Deswegen sagen wir jetzt mal, dass ihr von nur von der Mitte rüber wechseln dürft. Und machen das hier so. Hier müssen wir natürlich die Möglichkeit geben, von der linken Spur runterzufahren, denn sonst kann die Auffahrt natürlich nicht weiterfahren aus der Stadt raus. Also das heißt, sie kommen hier auf die Autobahn drauf, fahren hier längs runter und da ja die rechte Spur hier zwangsweise abbiegt, müssen wir den hier auffahrenden Fahrzeugen die Chance geben, auf die Mittelspur zu kommen, damit sie nicht da hinten zwangsweise wieder abbiegen. Das wäre ja sehr suboptimal, wenn das der Fall wäre. So. Das habe ich nicht geschaut. So, wirklich brauchen die hier noch die Chance, in die Mitte zu kommen. Und damit sollte das Chaos gleich wahrscheinlich perfekt sein, was wir hier erzeugt haben. Dann hängen hier nochmal so eine Verkettung mit dran. So. Na, gucken wir doch mal, wie das Chaos jetzt hier gleich seinen Lauf nimmt. So. Erstmal relativ viel Verkehr natürlich, der jetzt hier die Spur wechselt. Wir hauen mal kurz eine Ampel rein. Ach Quatsch. So eine Ampel wollte ich reinhauen. Damit der Verkehr kurz mal ein bisschen abfließen kann hier hinten. Und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt irgendwie ein bisschen gelöst kriegen, das ganze Verkehrschaos. Ist ja übel. So, lassen wir die noch mit raus. Kommt es halt hier hinten schon wieder so ein bisschen zu Stau. Das ist auch nicht so ganz schön, aber es sieht erstmal danach aus, als könnten wir den Rückstau so ein bisschen auflösen. Haben halt hier jetzt kilometerlang Stau auf der rechten Spur. Aber mit ein bisschen Geduld könnte das jetzt klappen gleich. Hoffe ich zumindest. Ja, hier haben wir schon mal ein gutes Stück vom Stau weggenommen. Sieht aus, als wäre das ein guter Lösungsansatz, den wir hier versuchen. Einmal den Verkehr gerade manuell zu lenken und somit den Stau ein bisschen aufzulösen. So, wenn es gleich fließt, dann gucken wir mal, ob der Bahnhof etwas tut. Das würde mich brennend interessieren, ob der jetzt funktioniert. So. Die Auffahrt wird auch so ein bisschen mehr genutzt schon jetzt. Das ist ganz in Ordnung. Besser als gar nichts. Den Verkehr auffließen lassen, dann geht es hier weiter. So, ja, guck mal, jetzt fließt es hier schon wieder ab. Klar, im Industriegebiet ist immer noch Stau, weil halt einfach viel zu viele Fahrzeuge da rauskommen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das noch machen. Und, oho, ihr seht richtig, hier kommt gerade ein Zug vorbei. Okay, also der Güterbahnhof tut, nur nicht sehr ergiebig, wie mir scheint. So, ich nehme die Ampel wieder weg. Stau hat sich aufgelöst. Ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal so Dauerzustand, dass der Stau sich aufgelöst hat.
Die Maßnahme scheint auf jeden Fall Wirkung zu zeigen, die wir jetzt hier getroffen haben. Sehr gut. So, hier haben wir auch unser Gewerbegebiet, was sich hier jetzt ausrüstet und aufrüstet. Und jetzt gucken wir einmal, was wir hier noch so machen müssen. Hier ist der Verkehr, wobei es gar kein Verkehr, doch hier beim Rausfahren ist suboptimal. Ist noch nicht ganz so pralle, aber es ist okay. Sorgen wir erstmal dafür, dass wir hier den Strom rüberkriegen, indem wir hier jetzt einen Wohngebietsblock draus machen. Beziehungsweise diesen Wohngebietsblock hier erweitern. So, wir radieren das Viertel hier einfach mal aus. Weg ist es. Und dann erweitern wir dieses Wohngebiet einfach. Und malen das hier auch noch mit drüber. So. Schon haben wir mehr Wohngebiet. Knallen hier, ach, haben wir sogar schon, knallen hier so einen Block rein. Und schon sollten wir gleich Strom auf der anderen Seite haben. Perfekt. Perfekt. So, immer noch ein Problem mit den ganzen Toten. Das läuft noch nicht rund. Wobei wir eigentlich eine gute Verfügbarkeit bei den Krematorien haben. Vielleicht das noch ein Verkehrsproblem. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Gucken wir mal, was wir da noch machen können. Verkehr fließt erstmal ein. Das ist soweit in Ordnung. Auch die Spuren funktionieren soweit jetzt. Sehr, sehr schön. Jetzt könnte man ja schon fast überlegen, wie man die S-Bahn dann fahren lassen will in Zukunft, ne? So rein theoretisch. Wäre eine Überlegung auf jeden Fall wert. Wo ich gerade S-Bahn sage. Es hat ja einen Grund, dass wir die hier so durchgetunnelt haben. Und zwar wollen wir natürlich hier an den Bahnhof dran. Dementsprechend bräuchten wir eigentlich einen S-Bahn-Halt oder eine Verbindung zumindest zum Bahnhof. Deswegen werden wir jetzt hier eine Fußgängerunterführung bauen. Und werden die hier vorne dann theoretisch, ja, theoretisch rauskommen lassen. Perfekt. So, dann werden wir hier die S-Bahn-Haltestelle dran bauen. Können hier aufsteigen, gehen hier in den Tunnel rein, kommen beim Bahnhof raus, können in den Zug steigen. Perfekt. So hatte ich es mir vorgestellt. So soll es sein. So, die Nachfrage an Gewerbegebieten nimmt weiter hinzu. Das heißt, wir werden jetzt auch diesen Teil hier als Gewerbegebiet deklarieren. Perfekt. Wir werden hier hinten noch einen Fußgängerweg mit anbauen. Und dann haben unsere Bürger die Möglichkeit, auch hier hinten rüber zu gehen ins andere Gewerbegebiet. Das ist nicht so ganz schön geworden, das machen wir nochmal anders. Bauen den hier unten. Und dann werden wir das einfach hier unten im Tunnel dann. Hoppla, hier unten im Tunnel dann schräg verbinden. So. Dann sieht das hier ein bisschen schöner aus. Perfekt. So hatte ich es mir vorgestellt. Nachfrage am Wohngebiet steigt auch wieder und vor allem Industrie, da müssen wir bald nachhelfen. Und mittlerweile auch hier oben wieder der Verkehr, der steigt. Vielleicht kriegen wir den noch so ein bisschen gelöst, indem wir hier weiter aufräumen. Und zwar nehmen wir jetzt hier das Gewerbegebiet komplett weg. Wisst ihr was, wir nehmen alles weg. Wir löschen es komplett einfach alles aus. Wir löschen einfach das ganze Ding hier aus. Gucken, dass wir die Müllhalden etc. leer kriegen und lagern die ganze Bevölkerung plus das Gewerbe um in unser neues Gebiet auf der rechten Seite. Den Schritt gehen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ich mache das hier mit dem Radiertool und nicht mit dem Auffülltool, weil durch die Bodenunebenheiten das hier relativ
fies war eben, wobei hier vorne müsste es eigentlich funktionieren. Ja, hier können wir das gut machen. Zack, 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 alles weg hier. Zack, 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 zack. So, hier ist noch einer. Das sollte jetzt hier verschwinden. Den entleeren wir. Den hier auch. Und dann sollte das hier bald Geschichte sein, dieses kleine Dörfchen. Das hat auch schon noch 3%. Das rupfen wir jetzt alles weg. Und stattdessen geben wir jetzt hier den Teil noch frei. Und knallen hier noch Gewerbe rein. So. Sollten wir hoffentlich ein bisschen Bedarf erstmal mit abfangen. Fürs Erste. Müssen wir mal gucken. Vielleicht könnte man schon mal so eine S-Bahn-Linie. Das machen wir jetzt. Und zwar noch ein Müllproblem, wobei eigentlich kein Müllproblem. Wieder Einstellerei hier. Wir bauen jetzt unsere erste S-Bahn-Linie, habe ich beschlossen. Und zwar haben wir so ein paar Orte, die wir hier bedienen wollen. Wir haben hier oben ein Schulzentrum natürlich. Das heißt, wir werden auf jeden Fall hier eine Haltestelle uns gönnen. Wir werden uns hier hinten bei der Straße eine Haltestelle gönnen, hier am Park, denn da werden mit Sicherheit Leute rauskommen aus dem Wohngebiet. Gleiches gilt für hier vorne, auch da werden safe Leute rauskommen. Dann werden wir... Wie fahren wir denn dann am besten? Wir fahren dann hier weiter. Gucken, ob wir hier noch einen Halt machen, ob das sinnvoll ist. Oder wir machen es... Wird noch hier rumfahren natürlich. Wir fahren mal hier herum. Ja komm, wir fahren hier rum. Wir machen hier nochmal so einen kleinen Stopp. Oder machen wir den hier? Ne, wir machen den hier, so steht die S-Bahn hier im Weg rum. Dann machen wir auf jeden Fall hier unseren Stopp, damit wir den Fußweg zum Bahnhof nutzen können, ganz wichtig. Wir werden dann hier mitten im Gewerbegebiet auch noch mal einen machen, hier kommt ja auch noch Gewerbegebiet rein. Und dann fahren wir hier wieder raus. Wir könnten natürlich entweder unten lang fahren oder oben lang. Unten lang sehe ich nicht so, muss ich sagen. Wir haben hier einen Fußweg, das heißt, wir machen auch hier auf jeden Fall noch mal einen Stopp. Machen hier vorne auch auf jeden Fall einen Stopp an der Kreuzung. Hier vielleicht auch nochmal. Hier ist auch das Krankenhaus etc. Und dann müssten wir eigentlich... Ja, wie fahren wir denn dann? Müssten wir eigentlich wieder hier oben rum oder sowas, ne? Irgendwie nicht so ideal, was ich hier gebaut habe. Irgendwie nicht so ideal. Eigentlich müssten wir jetzt hier oben rum, aber dann haben wir halt hier den Bogen verloren. Oder wir bauen halt mehrere Linien, aber das ist halt auch irgendwie wieder blöde. Noch mal kurz zurückbauen. Ich bin gerade leicht überfordert, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass wir kurz vor 2 Uhr nachts haben, aber nicht unbedingt ein Faktor ist. So, das muss ich mal überlegen. Wir müssen auf jeden Fall hier durch. Wir müssen hier oben rum. Das ist mal Fakt. So, vielleicht können wir einfach mehrere Linien nehmen. Wäre das eine Idee? Da müssten wir mehr Schienen haben. Das macht eine Linie nur um den Blockkick, macht keinen Sinn. Wenn
jedem Block zuhalten, könnten wir hier im Kreis fahren. So. Fahren dann einmal den Schlenker hier unten durch. Und können dann hier wieder raus. Hätten wir dann diesen Teil wieder nicht mit erwischt. Also müssten wir eigentlich hier wenden. Ich hoffe, ihr könnt meinem wirren Gedankengang hier folgen. Ich möchte hier eine Wendeschleife reinbauen. So. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. So, wir möchten hier starten, wir möchten hier anhalten, wir möchten hier anhalten. Wir möchten auf jeden Fall auch nochmal hier, haben wir jeden Haltsteller gehabt? Ich glaube schon. So, wir halten auf jeden Fall hier vom Werbegebiet, halten hier an. Hier vorne und hier vorne halten wir an. Und machen dann das gleiche nochmal rückwärts mit dem Unterschied, dass wir dann, wenn wir rausfahren, vorne lang fahren werden. Nämlich hier, hier, hier oben, da baue ich noch einen Fußweg durch und dann schließt sich der Kreis. Fußweg baue ich jetzt auch schnell, bevor ich den vergesse. So. Und hier. Doch, hat sogar funktioniert. Hat man gar nicht richtig gesehen. Hat aber funktioniert. Alles klar. So. Und dann natürlich so eine S-Bahn in beide Richtungen laufen soll. Bauen wir jetzt entgegengesetzt die gleiche Route auch nochmal. Fahren quasi genau andersrum auch nochmal hier durch. Durch unseren Wendekreis. Vielleicht könnten wir es hier sogar. Fahren wir andersrum durch? Macht das Sinn? Machen es einfach. Was überlegen wir uns hier über den Sinn? Wir machen es einfach. Einfach mal ein bisschen machen. Das hat doch was. So, schon steht die Linie. Schon sind die Bürger glücklich. Und dann gucken wir mal. Da stößt das Depot schon die Züge aus. Geben den jetzt mal gerade Farben und Namen. Das war nicht das Menü, das ich wollte. Perfekt. So, wir geben denen die Farbe. Was machen wir denn da? Gewerbegebiet ist ja blau. Das heißt, wir geben denen jetzt auch so eine blaue Farbe. Wie kriegen wir die jetzt von der Farbe her halbwegs identisch hin? Na, das wird wieder super. So, so, das sieht doch relativ ähnlich aus. Dann nennen wir es dann Gewerbe 1. Oder wir nennen es Gewerbe 1. A, damit wir die Richtung kennen. Gewerbe 1B. Na, Lücke habe ich vergessen. Zack. Gewerbe 1A und Gewerbe 1B, da fahren sie die Linien. Und sollten dann jetzt dafür sorgen, dass es hier gleich rund geht. So, Strom passt wieder mal nicht. Eigentlich müsste es doch jetzt besser sein. Wir haben doch eigentlich Strom ohne Ende. Verstehe nicht ganz, warum die nicht. Und dieses Stromkabel können wir ohnehin wegreißen. Aber. So, weil. Ah, okay. Ja, völlig richtig. Es sind natürlich hier die Teile weggefallen, die vorher Strom mitgebracht haben. Die jetzt nicht mehr am Netz hängen. So, dann gucken wir gleich, was wir damit machen. Das Gedöns hier machen wir auch irgendwie noch mit ein Stromnetz. Komm, zack, irgendwie dran. Dann sollte das wieder gehen. Perfekt. So, und schon haben wir die Straßenbahnen hier am Fahren. Auch schon gut Leute hier, die mitfahren wollen. 16 Mann drin hier. Hier noch keine, aber das ändert sich jetzt. Die werden ja langsam beladen. Und wenn wir jetzt mal gucken, was hier hinten so abgeht. Ich habe auch eine gesehen. Hier vorne 90 Mann. Also die S-Bahn, die ist mal richtig voll.
Und genau so hatte ich mir das vorgestellt. Sollte hoffentlich verkehrstechnisch jetzt für Entlastung sorgen hier. Hoffentlich. Die Abfahrt mittlerweile auch gut benutzt. Vielleicht sollten wir hier noch, bevor ich das vergesse, werden hier auf jeden Fall eine Beschränkung einfügen, dass wir hier keine LKW wollen, die hier durchfahren. Genauso an diesem Ende. Das sorgt dafür, dass die einzige Ein- und Ausfahrt für die Lieferwagen, die hier rein wollen, jetzt hier ist. Und die nicht auf die Idee kommen, dann hier durchzufahren, um hier abzubiegen. Das ist ja Blödsinn. Auch Menschenmassen, die hier transportiert werden wollen. Also S-Bahn-mäßig hat es sich schon mal richtig gelohnt. So, hier kommt einer an, 16 Mann. Auch die voll besetzt. Und auch wenn die Folge schon wieder eine halbe Stunde lang ist, will ich jetzt eben einmal gucken hier, wie es bei den S-Bahnen läuft. 69 Mann drin, okay, also der Rest will scheinbar nicht hier mitfahren, wie mir scheint. Einmal kurz gucken, wie das jetzt hier von der Menge aussieht, ob die S-Bahn da überhaupt mit klarkommt so richtig. Wisst ihr, wie ich meine? Scheint aber zu funktionieren. Also die S-Bahn sehr, sehr gut benutzt. Sehr, sehr, sehr gut benutzt. Hier staut sich schon so ein bisschen raus. Das liegt natürlich daran, dass hier jetzt sehr viele Leute reingefahren sind. Wir könnten auch, das fällt mir auch noch schnell ein, aufpassen, dass die Folge nicht ewig lang wird jetzt, hier die Autos verbieten, damit die hier nicht reinfahren. Genauso verbieten wir hier die Autos, das rausfahren. Denn wir wollen hier wirklich nur den Lieferverkehr... Wir wollen hier wirklich nur den Lieferverkehr haben, der auch hier rein will. Und daher diese Restriktion. So, das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein für diese Folge. Das artet ja schon wieder in Zeiten aus, das kann ja keiner gutheißen. Ich stimme deswegen wieder mein bereits bekanntes Intro an. Ich freue mich, ja wahrscheinlich Intro, was ist denn los heute? Man bekommt diese Uhrzeit nicht. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei wärt. Schreibt euer Feedback bitte in die Kommentare rein, nur so kann ich diese Serie verbessern und für euch interessanter machen. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, und in dem Sinne und ohne weitere Versprecher und Logikfehler würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Palamon vom Team React.